Es ist das Modegetränk schlechthin. Jede Bar, die etwas auf sich hält, hat inzwischen Hard Seltzer im Kühlschrank. Nicht eine Marke, nein, ein halbes Dutzend muss es schon sein. Mindestens. Ich mag es, weil es nicht so einen starken Nachgeschmack hat. Es ist wie Mineralwasser, nicht wie Alkohol, was dir eventuell am nächsten Morgen zu schaffen macht. Die Hersteller pumpen Millionen in die Werbung und verdienen sich eine goldene Nase. Hard Seltzer für 4,5 Milliarden Dollar wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr verkauft. Das sind plus 580% im Vergleich zu vor 2 Jahren. Bierbrauereien springen auf. Mehr als 100 verschiedene Marken gibt es inzwischen. Und ein Ende des Booms ist nicht in Sicht, sagt uns die Geschäftsinhaberin Dua Aldori in Washington. Die Leute trinken es vor allem, weil es deutlich weniger Kalorien hat und vor allem die jungen Menschen achten auf ihre Linie. Und das andere ist, dass es einfach komplett nach Frucht schmeckt. 5% Alkoholgehalt haben die meisten Hard Seltzers und kosten genauso viel wie ein Bier. Geschmacksrichtungen gibt es unendlich viele, von Zitrone über Erdbeere bis hin zu Basilikum. Hart macht sie Gärungs-, nicht Destillationsalkohol. Selbst die Coca-Cola Company, sonst mit einer strikt alkoholfreien Produktpalette, ist jetzt mit einem eigenen Drink am Start, der nun auch in Deutschland auf den Markt kommt. Das hier allerdings ist in diesem Sommer nur in den USA erhältlich. Hard Seltzer mit saure Gurkengeschmack.